Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Super Nuzlocke Edition. Wir haben uns beim letzten Mal ein dieser Samen gefangen und das soll sich irgendwann entwickeln, deswegen geben wir dem jetzt einfach mal einen EP-Teiler und hoffen, dass das recht schnell geht. Wir lassen uns überraschen. Kanimani hätte ich auch genommen, aber dem sollte nicht so sein. Ist okay. Ich könnte auch eigentlich dieser Samen nach vorne setzen, das ist Level 16. Und die hier sind anscheinend noch nicht so stark. Oh, 70. Hey, also, nee. Komm, machen wir das anders. Nehmen. Das geht mir zu langsam. Zack. Doppelkämpfe. Hoffen wir. Die vier Schritte. Mein Spiel. Dich habe ich. Aber in einem geringeren... im gleichen Level. Aber, boah, das ist weiblich. Was ist meins? Männlich. Oh Gott, ich habe eine Bandage an Männern. Oh, und eine Schwalbe ist weiblich. Das ist schön. Was? Zack. Vielleicht soll ich bei Pflanzen-Pokémon einfach Schnabel einsetzen. Weil Flügelschlag kann ich ja noch gebrauchen. Vielleicht. Zertrümmerer. Ja, bitte. Wasserstein. Blauer Schal. Blauer Schal. Gibt es noch andersfarbige Schäle? Charles Dickens? Was ist denn hier? Ist hier das Tor, wo dann Dingens mal auftauchen kann. Grodon. Ich dachte, das wäre weiter oben gewesen. Der hat auch da unten ein Item. Komm. Tamotbeere. Oh, hat sich nicht gelohnt. Toll. Meine Schuld. Mieser Sam. Dann bam 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 Schnabel. Attacke. Reicht das? Das reicht. Das ist gut zu wissen, tatsächlich. Aber wisst ihr, warum ich keine Lust habe auf ein Pokémon? Ich hätte, wenn sich jetzt mein Kakelo entwickeln würde zu einem Hytera, das würde ich nicht mitnehmen. Da würde ich B drücken und sagen, okay, that's it. Here we stay. And Kakelo it is. Weil, das wird doch nur schwach. Es hat nur viel KP. Das kann mir vielleicht insgesamt helfen, aber das ist ja nicht stark. Kann halt viel abtanken vielleicht. Seedraking. Und Bootogel. Ein Botenvogel. Hugendubel. Flügelschlag. Und... ja, beide? Nee. Komm hier, hilf mit. Yes. Genau so soll das aussehen. Keine Flug-Pokémon. Geradax. Hey! Du fieser Lümmel, du! Da, Gift! Ja, komm hier! Zack! Was kannst du noch? Macht halt nicht so viel Schaden dann, ne? Aber naja. Oh, aber Geradax. Ja, doch. Ich habe auch keine Ahnung von den meisten Pokémon, von wegen, ob die einen guten Verteidigungs- oder Spezialverteidigungswert haben. That's over my head. Hör auf, mich nass zu machen! Ich bin ein WLAN-Signal. Zack. Oh. Gut gemacht. Zanny. So, und... Attacke. Der Sieg ist mein. Ich überlege gerade, ob ich es denn entwickeln würde, wenn es zu Chanera werden würde. Weil das ist ja nochmal was anderes. Das entwickelt sich ja auch wieder. Aber die Frage ist halt, wer weiß wann? Freundschaft, ne? Aber es müsste doch eigentlich schon mit mir befreundet sein, jetzt hier, so mittlerweile. Ich glaube, das würde ich machen, ja. Oh, Level 18. Es entwickelt sich. Nur die Frage ist, zu was? Die Berge sind unerbittlich. Das ist richtig. Oh, ich verstehe. Gut zu wissen. 1008 Dollar. So. Ach, guck mal, das steht einfach auf einem Arm. Auf einer Hand. Auf einer Pfote, meine ich. Da-ram. Yo! Ja! Es hat sich ausgezahlt, diese vielen Level zu trainieren. Habe ich irgendeine coole Attacke gerade, die ich dem einfach beibringen kann? Nee. Aber die Hauptsache ist, dass ich es hab. Guckt es euch an. Es ist ein verdammtes Mew. Und es kann Synchro. 39 und 47. Was haben denn die anderen, ey, hier so?
Was ist mit Gewaldroh? Guck mal, das hat doch gar keine Nummer. Mir auch nicht. Egal, so, jetzt habe ich das nämlich. Kann mir keiner sagen, kann mir jeder sagen, was er will. Na, neue Pokémon fangen. In den Meteorfällen. Wo sind hier die Bälle? Ewiges Eis, ich werd wahnsinnig. Keine Wassersteine. Aber ist da nicht? Ja, okay. Ich will ja sowieso was fangen. Ja, kann man halt mitnehmen, ne? Ja, also kann man hier, wenn ich jetzt nicht gebraucht, aber da kann man ja mal sagen, na gut. Bist du halt jetzt im Team? Warum machst du kein Heckmeck beim Fangen? Das war auch nur ein Pokéball! Phoebidus und Sengo sind erstgewahlt. Phoebidus konnte die atemberaubende Flinkheit von Sengo mit seinem schwertähnlichen Schwanz aus dem Gift austritt. Nein. Finde ich besser. Swatzen. Langer Name. Und ich hoffe, wir werden das niemals im Team aufnehmen müssen, weil der Text dann für den Bildschirmrand vielleicht etwas... Ist hier nicht auch irgendwie was? Okay, ein Random Encounter. Och Mann. Ich hätte jetzt gern Gewaldroh draußen. Habe ich aber nicht. Flügelschlag. Das wagst du dich nicht. Weil ich schneller und flinker bin. Und vor allem stärker. Habe ich gesagt, schneller und flinker? Wow. Zum Glück ist es mir selber aufgefallen. Kreideschrei. Ja, klar, genau. Das ist es jetzt, was ich brauche, mein Freund. Mensch. So. Nein. Nein, Max. Voll falsch gewählt. Abflug. Mit diesen Meteoriten wird das Ding am Sturzberg. Ein kleiner Schwind, ich weiß ja nicht, wer du bist, aber wenn du dich Team Magma in den Weg stellst, erwarte keine Gnade. Bleib sofort stehen, Team Magma. Ihr irrt euch gewaltig, wenn ihr meint, ihr könnt mit der Welt machen, was ihr wollt. Oh mein Gott, Adrian. Sogar Team Aqua leistet uns Gesellschaft, aber es ist viel zu anstrengend, sich mit einem auseinanderzusetzen. Das spielt jetzt auch keine Rolle. Wir haben den Meteorit und so machen wir uns auf zum Sturzberg. Wir suchen uns, ihr Würstchen. Dich kenne ich doch, vom Museum Graffiport. Ach, du bist Max. Damals dachte ich, du würdest zu Team Magma gehören. Du bist ja merkwürdig, sind. Team Magma besteht aus Fanatikern, die alles zerstören und behaupten, den Landmaster vergrößern zu wollen. Wir Team Aqua lieben das Meer über alles. Team Magma ist unser Erzfeind. Boss, wir sollten Team Magma verfolgen. Ja, das müssen wir. Wir müssen uns beeilen. Nicht auszudenken, was Team Magma am Schlotberg anrichten will. Max, du sollst Team Magma im Auge behalten. Leb wohl. Ich bin Cosmo, ich bin der Professor. Einige Typen von Team Magma haben mich überredet, sie zu Meteorfällen zu führen. Sie haben mich reingelegt, sie haben sogar die Meteoriten mitgenommen. Und dann doch Team Aqua auf. Wir sind auch nicht anders. Und ich verstehe absolut nicht, was haben sie mit den Meteoriten vor? Ball? Och, Magneten. Wir haben nichts Elektromäßiges dabei. Mensch. Du läufst mir hier viel zu oft rum. Das ist zwar erst das zweite Mal, aber trotzdem. Max, trainier die anderen Pokémon. Nein! Erst wenn sich Schwalbe entwickelt und wenn das erst auf Level 50 ist. Ich überlege gerade, ich muss ja jetzt auch zu diesem Schlotberg. Oder zu diesem. Ja, doch. Wie komme ich da am schnellsten hin? Ich könnte diesen komischen Weg wieder zurückfahren, aber nee. Wenn ich jetzt hier runterfahre, dann komme. Ja, da komme ich ja ein Methaus an. Dann kommt mit Zertrümmerer wieder durch die Höhle. Hä? Ich überlege gerade einfach nur, was schneller gehen könnte. Oh, Volona! No! Das ist aber ein ganz schön langer Weg. Da hätte ich gerne Schutz für. Na komm. Keine Encounter. Einfach durch. Jawohl. Vielleicht liegt hier ja noch irgendwo was. Nein. Als ob hier nichts liegt. Och nö. Immer diese Gegner. Zu dir wäre ich doch auch so gekommen. Du bist jetzt bestimmt total schwach.
Wollt ihr... Och nee. Level 19. Mit Voltilam habe ich keine guten Erinnerungen. Weg mit dir. Reicht. Statik? Nee, gut. Och. Also. Frechheit. Minoru. Ja, mein Kopf. Dein Pech. Brudi. Nein. Das hat so einen komischen Ton. Okay. Das ist okay. Da kann man nichts sagen. Timer Ball. Hooray. So, Meta aus. Ach nee, ich kann auch hinten in ein Dingens gehen. In ein Pokémon Center. Schlupp, Puck, geh weg, Mann. Was willst du denn nur von mir? Verschwinde bitte. Ah! Längsten Weg gelaufen. Fahren. Eine Radaf. Wenn das nicht Level 6 wäre, würde ich das jetzt besiegen. Jeder Kampf lohnt sich. Nein, nicht mit einem paralysierten Pokémon. Weg hier. Sag mal. Oh, du bist das. Du hast mir nicht nur im Blütenwald, sondern auch... Für die Ankunft. Vielen Dank. Wäre ich ein Meer, wäre die Dankbarkeit der Wellen tragen. Ich habe was für... Aha. Cool. Ja, nein, nein, ja. Tschüss. Bitte verschwinde doch, mein Freund. Oh, hier ist gerade das Bild stehen geblieben. Ich hoffe, das hat jetzt... Sekunde, ich muss mal ganz kurz schauen. Naja, also es könnte im Video passiert sein, dass ihr jetzt kurz was nicht gesehen habt, aber... Entschuldigung. Das passiert wohl alle paar Stunden mal. So, hier bitte, Family darf wieder zusammen. Ich wollte das machen, wie kannst du es wagen? Aua! Oh, zum Glück bin ich hier lang gegangen. Stärke? Na klar. Natürlich Stärke. Heike, nun kann ich dich jederzeit besuchen. Bitte ruh dich ein bisschen in meinem Haus aus. Könnt ihr mich mitnehmen? Das wäre schneller gegangen, danke. Beim nächsten Mal vielleicht. Dich habe ich schon? Nein. Will gerade ungern kämpfen. Nein! Weil ich mit zu viel Dezibel, mit zu viel km/h auf dem Rad unterwegs bin. Dezibel. Och, sehr... Wirklich? Natürlich bin ich paralysiert. Zertrümmerer, bitte. Metallklaue, okay. Hau das Ding weg. Sehr gut gemacht. Genauso gefällt mir das doch. Wäre ich mal eben in der Stadt heilen gegangen. Aber nein, ich dachte, wenn ich in der nächsten Stadt heile, dann geht das alles schneller. Aber jetzt muss ich mit Erschrecken feststellen, dass dem nicht so ist. Hypno. Oh, Brudi, ich bin paralysiert. Hier, Gigasauger. Zerschneider. Ja, komm. Oh, Mann. Ist das alles ein Gehetze hier. Es dauert auch noch ein bisschen, bis wir zum nächsten Orden kommen. Das tut mir leid. So, da kriegt ihr eure Trainingseinheiten für die anderen Pokémon. Lass mich doch bitte dich einfach besiegen. Das reicht doch nicht, oder, Blubber? Obwohl, 8 Level. Oh. Eieieiei. Huiuiuiuiui. So, okay, wir haben jetzt Stärke bekommen und wir können jetzt hoch zu den Dingens. Zu den Teams. Und die mal richtig verdreschen. Ja! Endlich! Zum Glück bin ich in diesen Kampf geraten. Da, 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 da. Endivier. Ja. Hey. Na komm. Karuzuki reicht. Das reicht wahrscheinlich wirklich. Sogar für jedes. Wenn die nur Level 11 sind. Oh, Kakelo.
Och nee, keine Volltreffer. Das ertrage ich jetzt nicht. Okay, ich hätte es wahrscheinlich schon ertragen. Yeah, 150 EP. Oh, Hopsposs. Jetzt kommen aber die harten Geschütze. Lepumentas. Da reicht Ruckzucki vielleicht nicht, aber geht immer noch schneller als das andere Zeug. Attacke! Na gut, damit hätte ich rechnen müssen. Hab ich nicht. Schwalbi wird sich nicht von 6 Level 11 Pokémon besiegen lassen, es sei denn, das passiert jetzt immer wieder. Max, du musst einfach für die Zukunft denken. Halt dich einfach immer, wenn es geht, dann passiert sowas nicht. Aber daran denkst du ja nicht. Sagana-Biss. Ein Pokémon, was man gar nicht so oft sieht. Sagana-Biss ist das Kleine, ne? Jawohl. Ich meine, in meinem Kopf meinte ich das andere. Oh mein Gott, stimmt ja. Max! Du hast ein Item angelegt. Merk dir das. Brrr. Whirlpool. Hagel's dir. Och Mann, Schwalbi. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Jetzt so eine Verwirrung wäre es jetzt noch gewesen. Da hätte ich auch noch gerne mitgespielt. Da. Deine Nummer. Trainingspensum verdoppeln. Was denn zu mehr als ein Kampf die Woche? So, zack. Na komm, wir machen uns noch hoch zum Berg. Weil, warum nicht? Oh, ich muss mich gerade mal strecken hier. Am Stück aufnehmen ist ja nicht anstrengend, aber. Oh, man sitzt halt viel. Machst du im Kindergarten auch? Ja, das stimmt. Zack. Ja. Satrümmerer. Kann man da nicht auch Items finden? Oder nur Pokémon? Gut. Damit ist mir die Frage beantwortet worden. Gewaldro? Oh, Mann. Warum gab es das nicht für mich? Flügelschlag. Oh, das ist aber nicht effektiv. Oh. Nein! Ich mache es mir selber immer schwerer in diesem Spiel. Ganz wohl nur Donnerwelle, hä? Oh, ich höre mein vorlautes Mund weg, dass es einfach nicht aufhören will. Donnerschock. Oh, 13. Mach mal Volltreffer, bitte. Yes. Ich habe locker kein Paraheiler, oder? Hab ich sowas? Ich hab doch sowas nicht. Sag mal, hier. Es wird keine Wirkung haben, schade. Schön für einen Wettbewerb. Ja, wenn es nur Schlaf wäre oder Eis, ne? Aber nein, das muss ja ausgehen. Hier, komm, hier gehe ich lieber einkaufen. Als nochmal zu heilen. Kaufen. P. 3 Stück. Und nochmal 3 davon. Und der Rest, ihr wisst es. Yeah, ich hab das Geld. Um hier gut shoppen zu gehen. So, Abfahrt. Oh nein, hier muss ich ja oben nochmal einen Stein zertrümmern. Kein Zapdos, lieber Gewaldro. Aber es hat 500 EP gegeben. Ist ja auch eine nette Sache. Oh. Wollt jetzt nicht kämpfen. Oh nein! Haha! So, wie es ab hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.